Wollen wir reinlassen? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Ach, ihr seid alle wegen mir gekommen, ist das schön! Aber ich habe vergessen, eine Rede zu schreiben, ne? Muss ich erst einen Stegreif machen, ne? Na, das geht mir schon hin. Wenn ich in eure Gesichter reinschaue, da fällt mir immer was ein, ne? Da muss ich mir keine Rede ausdenken, ne? Das kommt automatisch, ne? Das kommt einfach so hochgeschossen, ne? So aus mir rausgesprudelt, ne? Ja, was schaust denn so? Hm? Was schaust du? Oh. Ja, komm. Das ist die letzte Wahl, ja, ich weiß. Letzte Wahl, das macht das. Scheiße. Muss das so? Gibt's in der Psychologie, ne? Gibt's einen Trick? So, da musst du immer sagen, wenn du irgendwie so Anwandlungen kriegst, dass du in so einen Gedankenkreisel reinkommst, ne? Da musst du einen Trick anwenden. Da sagst du Stopp! Stopp! Und wenn du dann denkst, ne, an die Wahl, ne, 2018 im Oktober, ne? Stopp! Das ist ein Trick. Sonst bist du in einem Gedankenkreisel drin, ne? Diese Wahlschlappe, ne? Das ist die Wahlschlappe, ist halt schlecht, ne? Das ist schlecht, ne? Ja, aber wenn ihr so Zeug macht, Jungs, die Jungs meine ich halt jetzt, ne? Die Mädels nicht, ne? Die Mädels in euren Reihen, die sind eigentlich schon ein wenig weiter wie ihr, ne? Habt ihr das schon gewusst? Mensch, ne? Und was ich jetzt sag, da wisst ihr schon, wenn ich mein, was ich jetzt sag, ne? Ja? Schrille Minderheit, ne? Kann man sowas sagen? Ne? Und dann wundert ihr euch immer, wenn es immer weiter nach unten geht, ne? Wenn man sowas sagt, ne? So populistisches Zeug, um sie dann rechts, um den rechten Feind zu umarmen, ne? Das ist natürlich schwierig, ne? Und am nächsten Tag nach links ausscheren, ne? Da muss man halt gucken, da geht's halt dann so wie die SPD, die läuft immer im Kreis, ne? Wenn man im Kreis läuft, ne, muss man im Kreis rum, ne? Das kennt ihr bestimmt aus dem Zoo, ne? Gibt es dann einen Elefant, der immer so im Kreis läuft, ne? Wenn es dann geregnet hat und der Boden schlammig ist, ne? Weißt du, was dann passiert mit dem Elefant, ne? Wenn der dann immer jeden Tag, ne? Ein Tag, zwei Tag, ne? Muss euch mal so einen Elefant vorstellen. Der Rüssel, ne, geht immer rauf und runter und hinten der Schwanz wedelt, ne, und er läuft immer im Kreis rum. Stellt euch das doch mal vor! Könnt ihr euch noch auf den Stühlen halten? Der Schwanz wedelt hin und her. Der Rüssel geht rauf und runter und er läuft im Kreis rum, immer hin und her. Nach einer Woche, ne? Nach einer Woche, da heben sich die Füße schon ein wenig höher, ne? Weil das wird schwieriges Gelände. Da hebt er sich. Die vier Füße immer aus dem Schlamm raus, aber er verlässt die Spur nicht, ne? Läuft weiter, die ganzen Kreise außen rum, ne? Und enger Kreis, ne? Kein großer Kreis, ne? Das ist ein ganz enger Kreis, ne? Hat so einen Durchmesser von, wie soll man sagen, ne? Vielleicht so 3 Meter, ne? Oder vielleicht so 2 Meter, aber wichtig auf der Stelle. Und der Schwanz wedelt, ne? Ist das schön? Und dann kannst du fast nicht mehr laufen. Und dann guckt er ganz lieb, ne? Und die Leute sagen, ne, du musst andere Richtung laufen. Da musst hin laufen, ne? Und der läuft weiter, der Elefant, ne? Das ist so schön. Und dann, das liebe Tier, ne? Oh, und dann versinkt er in dem Loch. Der versinkt in dem Loch, ne? Na, liebe SPD, ne? Wie ist es denn da unten so, ne? Schlammcatchen, ne? Wen wählen wir als nächstes, ne? An unsere Spitze, damit wir
nächstes Opfer haben, was dran schuld ist, dass wir immer im Kreis laufen, ne? Ist das so geil? Ich könnte mich jetzt total... Ich könnte jetzt wirklich... Hä? Oh, das ist so schön. Und dann schicken sie ihre Leute immer in die Wüste. Die Nales haben sie weggeschickt, ne? Die kann gar nichts dafür. Die sagt, jo, leck mich doch am Arsch, Leute. Liegt da immer auf dem Liegestuhl und sagt mir, sag mal, ist das so was Blödes? Mach doch weiter, es macht dich viel Spaß zuzuschauen. Ne? Das ist so herrlich. Ach, das ist so schön. Ja, das müsst ihr halt lernen, ne? Wie sagt man dazu, wer aus den Fehlern nicht lernt, muss den Fehler wiederholen. Oder besser gesagt, wer aus der Geschichte nicht lernt, muss aus der Geschichte wiederholen. Das haben wir in der ersten Geschichtsstunde in der 7. Klasse Realschule gelernt. Ne? Ja, gute Bildung muss man halt haben. Ne? Das ist schön. Und dann wird nach links ausgeschert und nach rechts. Ne? Dann ist da wieder mal ein bisschen der AfD-Angst. Ne? Dann wird nach rechts ausgeschert. Ne? Boah, warm, ne? Und da wird der Orban besucht und so, ne? Und dann wieder nach links, da kommt die Frauenquote, nein, ja, bam, ne? Und dann tschong, 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 ne? FPÖ wird's in FPÖ in Wien, ne? Gerade so an der Macht dringend, ne? Dann geht man halt mal zum Strache rüber, ne? Dann ist er weg, ne? Dann wird er weggebammt, ne? Dann ist Österreich wieder weg, ne? Dann muss man mal gucken, was wir jetzt machen. Dann, nur okay, ein bisschen nach links, ne? Wenn man orientierungslos ist, ist es halt schlecht, ne? Da nützt das beste Segel nichts, ne? Da kann man das größte Segel am Mast haben, ne? Du hast keine Chance, an die Insel zu kommen, ne? Wenn die Navigation nicht stimmt, dann kannst du das größte Segel haben, das nützt dir nichts, ne? Da kannst du die stärkste Partei sein in Bayern, das nützt dir gar nichts. Du segelst und irgendwann hast du einfach kein Proviant mehr an Bord, ne? Ach ja, ist das schön. Erst geht der Zwieback aus, ne? Erst geht der Zwieback aus und dann ist Wasser, ne? Da säufst du halt dann Salzwasser, ne? Salzwasser, ne? Und dann geht's irgendwann in die ewigen Jagdgründe, ne? Das ist fertig, ne? Und das Schiff fährt dann allein weiter, ne? Aber ich sag euch eins, das Schiff, ne? Das Schiff, ne? Ohne euch, ne? Ohne euch, ne? In freier Fahrt, das findet eher das Ufer als mit euch, ne? Weil ihr immer in Steuer eingreift, ne? In völliger Orientierungslosigkeit, nach links, nach rechts, immer im Kreis rum. Ne? Das Schiff allein ist so intelligenter wie ihr, ne? Das Schiff allein ist intelligenter, ne? Ach, das ist so schön. wenn ihr keinen Entscheider hättet, ne? Dann wärt ihr überlebensfähig, ne? Das ist schön, ich lach mich kaputt, ne? Das ist herrlich, ne? Markus, es tut mir leid, du kannst nichts dafür, du hast ja das geerbt, ne? Du hast es geerbt, du musst es jetzt ausbaden, ne? Du bist die Nales 2.0, ne? Die Nales 2.0, ha, das ist schön, ha, ha, ist das schön, ich krieg einen Lachkrampf, ne? Ja, macht mal so Sachen, ne? Wie schrille Minderheit, ne? Die schrille Minderheit seid ihr bald, ne? Hahaha, es ist gut, ey. Haha, es ist herrlich. Ja, ich krieg mit ihm mal. Haha, es ist schön. Hahaha. Wenn es nicht so traurig wäre, ihr Deppen. Ne? Dann machen sie bei der CSU-Partei da eine Schau, ne? Streiten sich um die Frauenquote, völlig das Schwachsinnsthema, völlig das Nebenprodukt, ne? Das Nebenprodukt was soll ich es nennen, ne? Wenn man Langeweile hat, kann man sich über sowas unterhalten, ne? Und dann macht ihr einen Fass auf, ne? Und streitet euch auch noch um Nebensächlichkeiten für 3 Stunden lang, ne? Brüskiert euren besten Mann, ne? Und demontiert euch selbst öffentlich, ne? der Gauland, ne? Und die Weidel haben zugeschaut, die haben sich kaputt gelacht, ne? Was? Das ist unser Fuchs, den wir jagen, ne? Der Fuchs, der ist ja schon lahm, den müssen wir gar nicht mehr schießen, der stirbt von selber, ne? Das ist herrlich, ne? Ja, wenn ich die AfD wäre, ich hätte nur Schenkelklopfer gehabt, ne? Ich hätte nur Schenkelklopfer, ich hätte wahrscheinlich gefeiert. Ich hätte wahrscheinlich das abgefeiert, die CSU-Party. Ah, ihr braucht keine Go-Go-Girls auftreten lassen, die seid ihr selber. Ihr seid ihr selber. Ihr habt die beste Unterhaltungsshow geliefert, die man sich vorstellen kann für den politischen Gegner. Es geht nicht mehr besser, es ist nicht mehr steigerungsfähig, Leute. Merkt ihr das überhaupt? Merkt ihr das überhaupt noch? Das ist so herrlich. Das kann man sich nicht vorstellen. Zerlegen die sich wegen der Frauenquote ein völlig uninteressantes, was keinen Menschen interessiert, außer ein paar Feministinnen, die Bücher schreiben, die keiner kennt. Das ist herrlich. Ach, ist das schön.
ah, ja, wenn man die schrille Minderheit halt ist, ne, dann ist man halt dann hier, ne. Ja. Apropos schrille Minderheit, ne, ihr seid jetzt hier die schrille Minderheit, ne, freiwillig, ne. Ihr seid hier freiwillig hergekommen, ne, müsst ihr euch mal vorstellen, ne. Jetzt mal, um das mal ernst zu sehen, ne. Ja, Alexander, ne? Ja, nicht mal jetzt in deinem Verständnis, wie du das gemeint haben könntest. Du hast natürlich populistisch gemeint, ne? Das ist ja klar. Aber du bist der richtige Rocker eigentlich. Du bist da, du stehst da immer neben Frauen. Auf dem, wenn ich in Google Bildersuche aufrufe, da stehst du immer neben anderen Frauen. Ne? Du weißt schon, was Sache ist. Du, das finde ich gut. Ne? Das finde ich gut. Ne? Du bist ja schon. Ne? Ja, also das ist, kann man nicht verurteilen. Das kann man nicht verurteilen. Das ist ein Kompliment, ja, das würde ich auch so machen, wenn ich du wäre. Ja, aber dann die schrille Minderheit, ne? Ja, dann kommt man hierher, ne? Und dann macht man hier Party und fühlt sich sauwohl, ne? Und sagt sich mal, endlich mal immer in den langweiligen, verstaubten Land da rumsitzen, ne? Das ist so langweilig, den ganzen Tag das Geblubber anzuhören. Jetzt machen wir mal Party, wollen wir mein Leben, ne? Ein bisschen Party machen hier, ne? Action, ne? Das macht viel mehr Spaß. Und dann komme ich hier nach Pfalz-Zöchheim und mache Party. Und eigentlich will ich ja immer so leben. Das macht doch Spaß. Ich will da immer Party machen. Deswegen verdiene ich ja Geld. Ne? Deswegen verdiene ich ja Geld. Ne? Damit ich schön leben kann. Ne? Was ist das Geblubber? Was interessiert mich das überhaupt, diese Frauenquote? Ne? Die habe ich ja nur. Das sind ja, die Themen werden doch nur besetzt, damit Wähler generiert werden. Das Thema ist mir doch scheißegal. Das ist doch vollkommen Banane. Ach, das geht ja nur um die Wähler. Ne? Das geht doch gar nicht um das Sachthema. Ne? Und ich will doch einfach nur Spaß haben, ne? Das ist doch, eigentlich will ich doch immer, ne, so eine Party haben, wie das ist, wie hier, ne? Das ist doch klar, ich will doch eigentlich immer die schrille Minderheit, ne? Von früh bis Abend in ganz Deutschland sein, so wie heute Abend hier bei mir hier, ne, euch. Das ist doch schön, ne? Gebt es doch zu, dass ihr immer so sein wollt eigentlich, ne? Gebt es doch einfach zu, ne? Und dann geht ihr zur Halle raus und dann kommt schon wieder diese Depression, dieser Alltag, dieses Grau, ne? Und keiner lacht mehr und die Mundwinkel hängen runter. Das wollt ihr doch alles gar nicht. Ihr wollt doch hier sein, lachen. Ne? Ihr wollt doch die schrille Minderheit selber sein. Ne? Gebt es doch einfach zu. Ne? Oh, ne? Und dann wird es immer verleugnet, das Bunte. Ne? Das wird immer verleugnet. Das ist irgendwie bunt. Das soll immer schlecht sein, das Bunt. Ne? Ne, das ist immer ganz wichtig, ne? Man muss da seriös sein, ne? Wenn man sich eine bunte Hose anzieht, das ist schon verdächtig, ne? War übrigens in den 70er Jahren anders, schaut euch mal die Filme an, ne? Und die Bands haben alle anders ausgeschaut in den 70er, ne? Müssen wir gucken, ne? Milieustudie betreiben, ne? Das ist, ne? Ja, ne? Da haben die Jungs, ne, in der Band, die haben ausgeschaut wie Mädels. Du findest keine Band in den 70er, wo ein Mann wie ein Mann ausschaut. Ne? Die haben alle, die würdest du heute alle als Transvestiten bezeichnen. Ne? Das war damals normal in den 70er schon. Ne? Aber das wird zurückentwickelt. Das passiert halt, ne? Wenn man nicht nachdenkt. Ne? Wenn man nicht nachdenkt. Ne? Dann passiert halt, das Gehirn muss halt trainiert werden. Ne? Das Gehirn, das schrumpft. Ne? Das ist beim Schachspieler. Wenn er immer Schach spielt, dann wird er blöd. Ne? Das ist halt so, das Gehirn ist ein Muskel. Du musst das Gehirn trainieren, ne? Sonst das geht halt nicht, ne? Und da muss halt irgendwie der Bund irgendwann verurteilt werden. Das Bund ist schlecht, ne? Bund, obwohl alle Farben sind ja da, ne? Schau dich mal um, ne? Wenn ich das alles verurteilen wollte, dann müsste ich das Video auf schwarz-weiß machen, ne? Und den Film muss ich ja dann nachträglich erstmal bereinigen, ne? Von dem Bund, ne? Müssen wir halt morgen Schwarz-Weiß-Fernsehen einführen, ne? Das ist herrlich. Müssen wir wieder auf Schwarz-Weiß-Film umsteigen und Schwarz-Weiß-Kino, ne? Wie 1930, ne? Oh, das ist so herrlich. Da gehen wir nach 1929 vor dem Tonfilm zurück, ne? Machen wir dann Stummfilm, ne? Stummfilm Schwarz-Weiß, ne? Weil es ja eh egal ist, was gesagt wird. Da hat er eh keiner zu, ne? Hat auch sowieso keiner zu, ne? Was ihr sagt. Ach, es ist so herrlich. Machen wir dann Stummfilm Schwarz-Weiß, ne? Ach ja, das ist ja richtig. Also Schwarz-Weiß ist seriös, ne? Und also nur Frauen dürfen bunt sein übrigens. Also Frauen dürfen bunte Kleider tragen, ne? Das ist also legitim. Wenn ein Mann bunt ist, das geht nicht mehr mittlerweile in Deutschland. Das ist dann nicht mehr erlaubt, ne? Das ist nicht mehr erlaubt, ne? Und jetzt sage ich euch noch was, ne? Schaut euch mal raus, ne? Schaut mal raus. Was habt ihr denn für Autofarben, Leute, ne? Was habt ihr denn für Autofarben, ne? Habt ihr bestimmt alle neue Autos, habt doch geil.
Ist doch klar, neues Auto, ne? Nicht so alte Karren, ne? Fahren wir doch nicht. Das ist doch klar. Was habt ihr für Autofarben, ne? 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 Weiß, ne? Schwarz, ne? Grau, Ofengrau, ne? Dunkelblau. Ah, das hatte ich mir nicht mit Bildern anschauen in Google Earth. Ne? Das siehst du ab und zu mal so, weil ich komme nicht mehr raus. Ich komme gar nicht mehr raus. Ne? Ich weiß, wie es draußen ist. Ne? Das sehe ich auch im Internet. Ne? Ich bin da vernetzt. Ich sehe das. Ne? Abends schaue ich mir Florida Keys. Ne? Schöne Partyband an. Ne? Live. Ne? Das hält man gar nicht mehr raus in Deutschland. Ne? Dann schaue ich mir die Bilder auf Google Earth an. Ne? Ja, was siehst du dann? Kannst du Leid zoomen auf die Parkplätze. Ne? So ein Discounter, ne? Irgendwo. Riesige Parkplätze, zoomst nein, ne? Schaust du, ne? Wie die Autos da stehen, ne? Findest du aber kein rotes Auto mehr, ne? Also ein rotes Auto, wenn du da noch findest bei 100, ne? Das ist dann schon, oh, ne? Das ist schon eine Ausnahme, ne? Also das muss man gucken, ne? Also das ist, oder blau, ne? Blau gibt es auch nicht mehr so richtig, ne? Das ist schon alles ausgefallen, ne? Das war vor 20 Jahren, gab es noch so ein bisschen Farben, ne? Das war noch so ein bisschen so Eidotterfarben oder so, ne? Aber nee, also mittlerweile, ne, findest du ja nichts mehr. Das Bunt wird weg. Ne, das ist weg. Ne. Das hast ja die Attitüde, dass du schrill sein kannst. Ne. Merkt ihr was, Leute? Merkt ihr was? Ne? Habt ihr es gemerkt, ne, wo er steht? Ne? Die Produktion, ne, die Firmen, das Marketing stellt sich schon auf euch ein, dass ihr nicht bunt sein wollt. Ne? Und da habe ich einen getroffen vor kurzem an der Tankstelle. Da habe ich tatsächlich mal ein schönes Bonbonfarbenes. Das war sogar pink. Das kann man sich nicht vorstellen. Neues Auto gesehen. Das war so ein asiatisches Auto, ne? Und ich habe den dann angesprochen. Ich habe es nicht mehr ausgehalten, ne? Ich habe es nicht mehr ausgehalten, ne? Ah, das war in Ebelsbach, ne? Dorothee kennst ja Ebelsbach, ne? Schönes Nest, ne? Und dann habe ich dann gesagt, aber Sie wissen schon, wie Sie in die Außenwelt strahlen mit Ihrem Auto. Er sagte, ja, ich weiß genau, wie Sie ticken, habe ich gesagt. Ich weiß, warum Sie die Farbe gekauft haben. Ne? Ich würde mit Ihnen ja gerne mal ein Bier trinken gehen, ne? Weil ich weiß, dass ich mit Ihnen gut auskomme. Ne? Ja, natürlich, ne, weil ich Psychologie, das kenne ich, ne, ich kann die Leute sofort durchleuchten, ne, das sehe ich sofort, ne, und ich finde es klasse, ne, dass sie dazu stehen, zu dem Bund, ne, da hat er mich angeguckt, ne, da hat es gerade immer gerafft, ne, dass ich alles durchschaut habe sofort, ne, ah, das ist so herrlich, ne, das ist, die Leute checken nichts mehr ab, was soll ich machen, ne, so herrlich. Die laufen alle. Wer ist denn noch der Elefant? Der Elefant und das Schiff. Ne? Denkt immer an den Elefant. Denkt immer an den Elefant und das Schiff.